Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dragon Age 2. Nachdem wir das andere ja schon beendeten, wollte ich die Geschichte einfach, also eine andere Geschichte von jemand anderen weiterführen. Nach Dragon Age 2 werde ich auch die 3 dann gleich spielen. Ohne Krones Papalapap. Fang mal an. Ach so? Ich dachte, die erzählen jetzt noch was. Krieger, mächtiger Kämpfer, Nackenfassung, konzentriert, kann ohne Schaden. Burke, Magier, macht gesegnet ihn nicht. Und Ziel für Bösartigkeit. Ich dachte, die sagt was. Bin eher halt. Schurken hat man ja schon. Männlich. Ich wurde auch schon freundlicher eingeladen. Ich bin Cassandra Pendergast, Sucherin der Kirche. Und nach was genau sucht ihr? Dem Champion. Welchem? Ihr wisst genau, warum ich hier bin. Es wird Zeit, dass ihr anfangt zu reden, Zwerg. Angeblich sollt ihr ziemlich gut darin sein. Was wollt ihr wissen, ne? Alles. Und zwar von Anfang an. Früher oder später müssen wir kämpfen. Dann kann es auch hier sein. Mach dich bereit. Aufgepasst! Jetzt gleich los, warte mal. Ich muss mal kurz unterbrechen. Und das hält mal ein bisschen rum. Da reichen eigentlich. Spielen. Okay, okay. Okay. Fortsetzen, ja, Taste. Oh, warte mal. Oh, jetzt. Gut, gut. Ja, man kann auch anders aussehen, die Holocks. Ne, das waren ja die alten Mann. Ah, das war jetzt als Anfang. Und jetzt? Eisige Ahnung. Alter, Alter. So, den war das. Ja, Vorbeil ist ein aggressiver Angriff. Ja, für schnell leichte Dings. Zu Hilfe. Wir können nicht ewig so weitermachen.
das. Freundlich? Rastisch? So Ironie? Ironie? Ironisch meine ich? Und das dann halt. Vielleicht geht Ihnen ja irgendwann die dunkle Brut aus. Da kommen Sie. Soll ich Sie mit meiner Klinge bekannt machen? Mach ich. Du gestattest. Und warte mal. Experimentiere mit deinen anderen Fähigkeiten. Was haben wir denn? Normal eine Magier schließt ein Tier, ein Spiel ist Käfig, ja, Kämmer. Ja, ja, so auch so. Wenn ich aufmerksam ablenkt. Feuerstuhl ruft einen Herren Feuerregen. Warte mal. Oh, perfekt. Oh, dann mach so. Was, Geistschlag? Achso, hier. Brauchst du Hilfe? Steuerung nicht zurecht. Die nehmen kein Ende. Nicht ereignet. Entspricht das etwa nicht dem, was ihr gehört habt, Sucherin? Ich interessiere mich nicht für Geschichten. Ich suche die Wahrheit. Wieso denkt ihr, ich kenne die Wahrheit? Lügt mich nicht an! Ihr kanntet ihn schon noch, bevor er zum Champion wurde. Selbst wenn, weiß ich dennoch nicht, wo er jetzt ist. Wisst ihr überhaupt, was hier auf dem Spiel steht? Lass mich raten. Eure kostbare Kirche liegt in Trümmern und hat die Welt an den Rand eines Krieges gebracht. Und ihr braucht die einzige Person, die das wieder in Ordnung bringen kann. Der Champion stand im Zentrum all dessen, als es begann. Wo er auch sein mag, erzählt mir bitte alles, was ihr wisst. Habt ihr keine Angst, ich könnte einfach etwas erfinden. Ganz bestimmt nicht. Ihr müsst die ganze Geschichte hören. Klick auf rechte Seite und schnell ein. Wie jetzt? Ach Gott. Gut. Ja, aussehen. Und hier. Gut. Ach so. Hier kann man noch ein bisschen was ändern. Out. Warte mal, wer schon was mit meiner Antrag hatte? Gut.
Wenn es sowas so riesengroßes haben, was kleines, aber das hat mein anderer schon. Das sieht so. Oh, nehmen wir mal das. Sind wir gut? Obwohl. Nehmen wir mal gehen. Katze. Ist doch. Also sind die gleichen Frisuren eingefasst. Hat er noch Zöpfe gehabt? Oh, warte. Bart. Ich würde noch Magierbart gar nicht schlecht. So. Augenbrauen. Na gut, stabbeln. Nee. Bauen, stabbeln. Jopp, Hafer. Gut, was ist das braun? Was ist bitte? Bauen meiner Meinung gleich mal das an. Haare Augenfarbe. Was eigentlich perfekt. Mal die ersten lassen, das lassen wir mal. Also Nase, Nacken, Ohren. Oh Gott. So? Kameraentfernung. Hintergrund. Oh, jetzt, warte mal kurz. Oh, können wir noch ein bisschen anders machen. Das sieht doch schon besser aus. Was ist mit dem Bar? Ne, das ist wohl Haarfarbe. Oh, warte mal. Nehmen wir den hier. Name. Name lassen wir mal. Ereignisse tracken. Garrett Hart. Unseren Spielstand. Oh, Moment, los. Das ist unser letzter. Genau, das ist. Schön. Knüpft es ein bisschen an unsere Geschichte mit an. Lass mal uns so. Cool, warte mal. Vielleicht können wir jetzt noch ein paar Tattoos machen. Da wir jetzt sehen, was wir haben. Wozu mag ja passen? Ja, was ist ja gerade nicht dunkelrot?
Gut, lass mal Schwarz. Gut. Kante Nase natürlich. So. Das lassen wir. Dann machen wir mal los. Ja, normal. Die Verderbnis kam über Ferelden. Dunkle Brut strömte aus der Wildnis und prallte bei den Ruinen Ostergars auf die Armee. Die Schlacht war verheerend. Von seinen engsten Vertrauten verraten, fiel König Kaelin gemeinsam mit seinen Männern. Ungehindert marschierte die Horde dem Dorf Lothering entgegen. Das Dorf brannte und viele Unschuldige fanden den Tod. Die Familie des Champions konnte gerade noch fliehen. Ich glaube, das waren alle. Zumindest vorerst. Beim Erbauer, wir haben alles verloren. Alles, was euer Vater und ich aufgebaut haben. Ich weiß, wie viel dir Lothering bedeutet hat. Aber wir müssen hier weg. Ja, du hast recht. Wir hätten früher fliehen sollen. Warum haben wir so lange gewartet? Was siehst du mich an? Ich bin schon seit Ostergar auf der Flucht. Dann soll ich mir darstellen, was es bedeutet, die Geschichte. Ich, oder? Entschuldigt, aber die Verderbnis wird nicht warten, bis wir fertig sind, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Bitte, hört auf euren Bruder. Dann lasst uns gehen, übernimm die Führung. Was war das denn? Mal brauche ich alle. So. Feuerball. Was hat er? Knaufschlag. Ich weiß nicht, ob wir das noch lange überleben können. Gut, rennen wir weiter. Hab des freien Mannes. 5 Schaden. Achso, ich bin ja genau kein Vor. Muss man da anscheinend noch ein bisschen leiser machen. Warte mal. So. Und die Leute verstehen. Was ist das? Charakterbogen. Wenn ein Charakter eine Stufe aufsteigt, erhältst du Punkte, um deine Bude zu erhöhen. Danke. Das? Berufung? Irgendwie. Berufung? Ah. Das ist Geistschlag. Geist? Wenn man da. Die Form eigentlich, Symbolen. Feuerball, eisige Umarmung. Magiebann, Geiststoß, Todessog,
Steinfaust. Was machen wir denn jetzt für einen Magier? Dann ist das bestimmt Heilung. Elementarwaffen. Meine Schuld, mal mit. Wir haben ja hier schon eins gekriegt. Das. Buch. Buchquallen. Schrecken. In der Bombe zur letzten da stecken. Ja, macht zum kann man sehen, wo ich das Schild vor, sondern immer noch schnell regenerieren. Magiebrand, Geiststoß. Und für uns wieder immer noch entsprechende Art des Stabes. Das ist eigentlich praktisch. Dann halt das Gefängnis noch. Wird 6, 3. Du Heilung? Weiß ich gerade, ne? Hast du auf der Auerheilung? Warum Angriffszauber? Wenn ihr das jetzt kennen willst. So. Bam, 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 bam. Magie. Willenskraft. Belegen. Gut. Unsere Frau. Achso, Frau Mutter ist hier. Halt, 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 wir haben eine. Hab das freien Manns. Sehr geschickt. Moment. Wo gehen wir hin? Weg von der dunklen Brut, wohin sonst? Und anschließend? Wir können nicht einfach ziellos herumwandern. Wo auch immer wir hingehen, das Wichtigste ist, dass wir zusammenbleiben. Wir könnten nach Kirkwall gehen. Also meine erste Wahl wäre das nicht. Kirkwall ist voller Templer, Mutter. Das weiß ich, aber wir haben dort noch immer Familie und ein Anwesen. Dann müssen wir nach Gwerin und uns dort ein Schiff suchen. Falls wir so lange überleben. Ich wäre schon glücklich, wenn wir einfach hier rauskämen. Macht euch bereit! Ich war noch mal so weit. Oh, Kettenblitz. Nicht solange ich lebe. Die Hiwi ist hart drauf. Ach nein, das ist ein Mutter. Perfekt. Du machst dort nein mit nein gehen.
das eigentlich? Warte, Mana schnell tragen. Ach so. Beweg dich nicht, Wesley. Du machst es nur noch schlimmer. Keinen Schritt weiter, Abtrünniger. Ach, der Erbauer hat einen seltsamen Sinn für Humor. Erst die dunkle Brut und jetzt auch noch ein Templer. Ich dachte, sie seien alle aus Lothering abgezogen. Die Absichten der dunklen Brut sind klar. Doch ein Magier ist undurchschaubar. Der Orden verlangt... Wesley. Der Orden verlangt... Sie haben uns gerettet, Liebster. Der Erbauer wird es verstehen. Ja, natürlich. Ich bin Evelyn Vallon. Das ist mein Ehemann, Sir Wesley. Und wenn wir vor der Horde sicher sind, können wir uns immer noch hassen. Ein seltsamer Zeitpunkt, um Abtrünnige zu jagen. Seine Freunde sind zusammen mit den Priestern der Kirche geflohen. Ich war im Auftrag des Ordens nach Denerim unterwegs, aber als ich von Ostager hörte, musste ich einfach nach Süden gehen. Pech und mangelndes Urteilsvermögen haben uns vor dem Angriff hier zusammengeführt. Der nette Templer hier hat sich überzeugen lassen, seine Jagd auf unrechtmäßige Magier vorübergehend auszusetzen. Ich würde sagen, wir vergessen das Thema vorerst. Kluges Mädchen. Damit. Lief noch ein bisschen. Ihr bietet eure Gefolgschaft unerwartet rasch an. Noch eine Klinge zwischen uns und der dunklen Brut? Ich bin dafür. Solange der Horde ihr vorderstes Interesse gilt. Meine Pflichten sind eindeutig, aber das muss warten, falls wir überhaupt noch die Gelegenheit dazu bekommen. Wir werden es schaffen. Wir alle. So, letzte Frage. Eine Weile lang sah es so aus, als wären wir die Einzigen, die der dunklen Brut entkommen sind. Wir sind sie noch nicht los. Du hast Ostager gar nicht gesehen. Das ist erst der Anfang. Ihr wart dort? Ja, ich erinnere mich. Dritte Kompanie unter Hauptmann Barrow. Dann habt ihr ja gesehen, wie die ganze Armee besiegt wurde. Der Verrat hat uns besiegt, nicht die dunkle Brut. Ein Vorteil, den dieser Arm der Horde nicht haben wird. So, jetzt können wir ja mal antworten. Dadurch, wir müssen gehen. Der Zorn der Templer ist schrecklich. In der Tat. Und der ihrer Gemahlinnen umso mehr. Solange es jedoch eine größere Bedrohung gibt, haben wir beide eine Übereinkunft. Danke, Wesley. Für den Moment folgen wir euch. Der Norden ist abgeschnitten. Wir sind dem Hauptteil der Horde nur knapp entkommen. Dann sitzen wir in der Falle. Im Süden ist die Wildnis. Diesen Weg können wir nicht nehmen. Wenn ich zwischen dem Süden und dem Tod wählen muss, entscheide ich mich für den Süden. Konkrete Antwort. Sie ist aufgestiegen. Fähigkeit. Machen wir die mal ein bisschen mit auf Heilung. Warte mal, ich muss gleich mal gucken. Ich zeige mal, seine Selbstvergegner, da ist ein Feindegegner verhöhnt. Auf. Freihändisch. Vorreiter. Schlachtmeister. Verteidiger. Was ist die? Kämpft der Schlachtmeister allein in seiner Verteidigungsmaschine. Mhm. Verteidiger. Wohl, bei einem Verteidiger, wenn der eh schon folgen kann. So. Warte mal. Feind? Bin ich? Unser Bruder Mark? Das ist unser Bruder? Mark ist anscheinend Corona. Was ist die? Muss mal ganz kurz Fähigkeiten. Gut.
noch Veränderungen. Das ist ja mal interessant. Regeneriert ein stabile Heilung ein. War das anhaltend? Aber 5 Sekunden.